Viele Immobilienbesitzer unterschätzen die Modernisierungskosten, die bei einem Einfamilienhaus anfallen können. Damit euch das nicht passiert, habe ich euch heute zwei Lösungen mitgebracht. Hallo und herzlich willkommen zu Baufinanzierung planen, verstehen und umsetzen. Und wenn ihr Fragen habt, schreibt sie direkt hier unten in die Kommentare. Und wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann holt es jetzt nach. Das Abo ist kostenlos und die Inhalte auch. Wenn ihr gerade ein Haus neu gebaut habt oder ihr habt euch eine Bestandsimmobilie gekauft, die vielleicht 40 Jahre alt ist und nehmt daran vielleicht auch schon ein paar Modernisierungsmaßnahmen vor. Also ihr macht vielleicht die Fenster neu, die Türen neu, Böden neu, Leitungswassersystem, Elektroleitungen oder vielleicht auch das Dach. Dann kann man sich so heute vielleicht nicht vorstellen, dass man in Zukunft diese Dinge auch wieder erneuern muss bzw. modernisieren muss und man hat überhaupt kein Gefühl dafür, wie sind denn die Kosten in Zukunft dafür überhaupt. Und damit ihr da einen genauen Überblick habt, habe ich euch heute mal ein paar Beispiele mitgebracht und ich möchte euch erstmal in die Autowelt entführen, weil dann kriegt ihr dafür einfach ein besseres Gefühl für die Zahlen. Damals kostete ein Audi 80 im Jahr 1972 8.000 Euro. 8.000 Euro 1972 war vor 48 Jahren und heute kostet ein vergleichbares Modell, ein Audi A4, ungefähr 31.000 Euro. Was heißt das in Inflation? In Inflation heißt das 2,86%. Jetzt mag der ein oder andere vielleicht denken, ja, das ist doch gar nicht so viel. Aber in absoluten Zahlen, wenn man jetzt 8.000 mit 31.000 Euro vergleicht, ist es richtig viel Geld. Und jetzt muss man sich mal überlegen, was heißt das denn umgemünzt auf die Modernisierungskosten? Wenn ihr beispielsweise ein Dach in Zukunft sanieren wollt, sagen wir mal, in 30 Jahren wollt ihr das Dach sanieren. Heute kostet das Dach circa 25.000 Euro. Also 25.000 Euro, wenn ihr so eine Komplettsanierung machen lasst. Ich habe dazu euch ein Beispiel unten in der Beschreibung, in der Videobeschreibung verlinkt. Also das Beispiel, was ich jetzt hier auch nehme. Und wir nehmen eine Handwerkerinflation von 3,2%. Wie viel kostet das Dach dann in, was haben wir gesagt, in 30 Jahren? 30 Jahre, 3,2% Zins, heute 25.000 Euro. Am Ende sind wir bei 64.000 Euro, was das Dach in 30 Jahren kostet. Was ist denn beispielsweise, wenn die Handwerkerinflation nicht bei 3,2% liegt, sondern wenn die Inflation bei 5% liegt? Was für Kosten haben wir denn dann? 108.000 Euro, um das Dach komplett sanieren zu lassen. Und wenn man jetzt mal überlegt, was ist mit der Heizung, was ist mit den Fenstern, was ist mit den Elektroleitungen, muss da vielleicht in Zukunft irgendwann mal was gemacht werden? Und damit ihr diese Kosten im Blick habt, habt ihr jetzt einfach mal ein paar Zahlenbeispiele, wie sich das Ganze entwickeln kann. Aber welche Lösungen gibt es denn dafür? Die Lösung ist, es gibt zwei Lösungen. Lösung Nummer eins ist, einen Bausparvertrag für die Zukunft abzuschließen. Und die Lösung Nummer zwei ist, dass ihr eine Instandhaltungsrücklage bildet. Ich habe das schon mal in einem anderen Video erwähnt, monatliche Nebenkosten. Und da sage ich, dass ihr pro Quadratmeter ca. 1,50 Euro zurücklegen solltet. Ja, bei einem 140 Quadratmeter Haus kann man das einfach mal hochrechnen. Mal 1,50 Euro ergibt 210 Euro im Monat. Das mal 12 Monate hochgerechnet, das Ganze mal 10 Jahre hochgerechnet, sind wir bei 25.000 Euro. Und jetzt könnte man mit einem Bausparvertrag das Ganze hebeln. Das heißt, ihr schließt einen Bausparvertrag über 50.000 Euro ab, spart diese Summe an und könnt dann diese restliche Summe, die 24.800 Euro als Bauspardarlehen nehmen, als Beispiel. Wie ist eure Meinung zum Thema? Schreibt es hier unten in die Kommentare. Kanal abonnieren, Glocke aktivieren. Bis zum nächsten Video.